Herzlich willkommen, liebe Pokéfreunde. Ich bin der Chino und heute geht's in die vierte Runde beim TCGO Pokémon. Wir spielen wieder mal das Themendeck Glurak und bis jetzt sind wir am Rasieren. Drei Spiele, drei Siege und dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, wir gehen in die nächste Partie rein und hoffen, dass wir unseren vierten Sieg auch noch mit nach Hause nehmen können. Verfügbare Gegner werden gesucht, alles klar. Ich hoffe, diesmal bekommen wir einen ebenbürtigen Gegner zugewiesen. Und ich sehe schon, es ist zumindest schon mal nicht das Starterdeck, aber ich sehe vom Typ Wasser, das könnte schwierig für uns werden. Wir nehmen immer den Kopf. Erste Mal, dass wir würfeln dürfen. Wir haben gewonnen. Ich würde auch beginnen und einfach mal gucken, was hier so los ist. Mogelbaum, schon mal nicht schlecht. Zieht uns immer zwei Karten. Fangen wir doch mit Mogelbaum an. Nehmen dann noch das Schneckmark auf die Bank und sind dann fertig. Der Gegner wählt jetzt noch seine Bank-Pokémon. Und ja, es geht ganz zügig. Ah, Feuer. Hallo, sagt er uns. Da sind wir doch mal so nett und antworten auch. Unter der Community bleiben wir immer freundlich zueinander. Und ja, Rückzug, erste Runde angreifen geht nicht. Go, go, go. Ist der Gegner am Zug. Was haben wir denn hier? Ein Bammelin mit einer... Oh ja, er braucht noch eine Energie für 30 Schaden schießen. Das ist schon okay. Das gegnerische Deck kenne ich mal wieder nicht. Ich habe nur großen Respekt vor, weil Typ Wasser. Und das ist bekanntlich unsere Schwäche. Und deswegen müssen wir mal schauen, ob wir hier überhaupt was reißen können. Das war meine große Befürchtung. Aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen und machen einfach mal weiter. Oh, die Bank schon voll. Wollen wir mal gucken. Weitere Schneckmark drauf. Mogelbaum. Das war jetzt ein Fail, Leute. Jetzt war ich ein bisschen aufgeregt. Wir ziehen zwei Karten und haben noch einen Glumanda gezogen. Mal gucken, ob wir was reißen können. Aber Hopp ist jetzt auch dabei. Nächste Runde werden wir dann nochmal drei Karten ziehen. Also ich versuche jetzt über Kartenvorteil auf der Hand den Sieg zu generieren. Das ist der Plan. Zweite Energie kommt dran. Die ersten 30 Schaden werden bei uns reinkommen. Und ich überlege mir dann, eventuell könnten wir Mogelbaum ja auch zurückziehen. Dann hat er weiterhin eine Energie dran. Aber mal gucken, was jetzt gleich so als nächstes kommt. Die Aquaknarre kommt, 30 Schaden. Und somit sind wir dann jetzt am Zug. Glumanda. Eine Energie schon mal dran. Den guten Hopp nehmen wir. Glutexo wäre ganz nice. Und weitere Hops. Janma weiter vorbereiten gleich. Ja, das sieht doch okay aus. Die Frage ist, wir haben jetzt so viele Karten hier, wir setzen einfach mal die Dreschflegel ein und machen dem Gegner auch schon mal was Schaden. Und dann wollen wir mal gucken, ob er jetzt eine Entwicklungskarte spielen wird und unseren Mogelbaum ins Jenseits befördern wird. Könnte ich mir vorstellen, aber vielleicht bleibt es auch bei den 30 Schaden und dann nehmen wir eventuell einen Wechsel vor. Das müssen wir uns jetzt mal anschauen. Janma ganz cool, denn... Schwäche ist Pflanze bei dem Wasser-Pokémon. So haben wir wenigstens vielleicht eine kleine Chance, was zu reißen. Müsste natürlich noch Janmega kommen. Aber da können wir dann auch viel Schaden machen mit wenig Energien. Mal gucken. So, der Gegner überlegt. Oh ja. Er darf zwei Karten ziehen und seine Pokémon machen 20 Schaden mehr. Auf 50, alles klar. Ist alles noch im grünen Bereich, Leute, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir Pläne schmieden. Ich werde Janma vorbereiten. Wir ziehen noch einen weiteren Hop. Mal gucken, was kommt. Das Glutexo wäre ganz geil. Janma. Können wir eigentlich. Wir sparen es uns aber noch auf, falls doch noch ein Glumanda kommt. Wir suchen uns das Glutexo selber raus. Glurak ist ja bereits auf der Hand. Das ist doch... schon mal ganz gut. Also bis jetzt ausgeglichene Partie, aber es wird auf jeden Fall knapper als im letzten Match. Da kommt das Glutexo dran. Den Tausch hätten wir jetzt noch zum Anbieten, aber uns würde es auch nichts kosten. Wobei, wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einfach sein Bammelin weg. Durch den ganzen Schaden, Dreschflegel, erste Preiskarte für uns. Soll er sich nächste Runde das Mogelbaum holen? Erste Preiskarte gehört uns. Wir sind gut vorbereitet auf der Bank. Janma steht in den Startlöchern, Janmega natürlich auch bald. Ich hoffe noch auf die zweite Energie, dass wir direkt die Kehrtwende einsetzen können. Mal gucken, was haben wir denn hier? Ist leider Schwäche Stahl von Schneebedeck. Soll dem Ganzen keinen Abbruch tun. Zur Not setzen wir auch noch ein Feuer-Pokémon ein. Vielleicht kommt auch nächste Runde schon das Glurak.
Mal gucken. Da kommt die Entwicklung. Ich kenne das Deck, wie gesagt, nicht. Ich muss noch mal schauen. Oh, okay. Ein Pokémon angelegt, okay. Er braucht auf jeden Fall noch eine Runde länger, um klarzukommen. Das gefällt uns doch, Leute. Wir setzen... Wir machen es weg. Glutexo, Energie dran. Es läuft wieder. Es läuft. Glurak dran. Wir setzen den Tausch ein. Glurak kommt. Und möchten jetzt natürlich noch mehr Schaden schießen. Und dann wird rasiert. 180 Schaden rein da. Nächste Preiskarte für uns. Und das könnte jetzt schon der spielentscheidende Zug gewesen sein, den Gegner zu besiegen. Gut gespielt. Sagt er auch selber. Ja. Mal gucken. Gibt er auf oder gibt er sich noch eine Chance? Ich bin gespannt. Das wäre der vierte Sieg im vierten Match. Bin ich begeistert. Wir sind am Zug. Feuerenergie, ich würde weiter Yanma ausbauen. Wir können uns jetzt den guten Hop gönnen, ziehen drei Karten. Was parken wir noch auf der Bank? Erstmal nichts, wir sind gut vorbereitet. Ja, würde ich sagen, nächste Preiskarte für uns. Boah, ist das Glurak stark. Also für ein Themendeck, Hammer. Feuerenergie können wir gleich gut gebrauchen, dann können wir auch unseren Bettis einsetzen, sind direkt beide Energien von der Hand losgeworden und holen uns so auch den Vorteil. Ganz klar Energievorteil, ganz klar Kartenhandvorteil für uns. Schwäche, da müssen wir noch einen Ticken aufpassen und es schläft. Es ist am Schlafen. Was werden wir tun? Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Bettis. Zack. Noch eine Energie dran. Jan Mega ist da. Dann weiß der Gute schon mal, was auf ihn zukommt. Die Fähigkeit setzen wir nochmal ein und wollen gleich Karten ziehen. Oder wäre es schlau, eine Energie zu nehmen? Energien haben wir an sich. Die Sanya sucht uns auch noch. Wir werden gleich Karten ziehen. Wir nehmen den guten Stuart. Jawohl. Und somit sind wir dann auch schon fertig. Kopf, sauber. Wir sind aufgewacht. Aber der Gegner kann selbst mit so einem kleinen Basis-Pokémon unser ausgewachsenes Glurak gefährlich werden. Wie gesagt, jetzt kommt wieder der Münzwurf und wir schlafen weiter. Wird der Gegner das Spiel noch drehen können? Ich kann es mir ja fast nicht vorstellen, aber wisst ihr was? Wir suchen uns Energien raus. Wir wollen das nicht riskieren. Legen eine weitere an Glurak. Und werden die Rückzugskosten nicht bezahlen, weil es nicht geht, wenn es schläft. Alles klar. Man lernt immer dazu. Dalian kommt auf die Hand. Der Plan hat leider nicht funktioniert. Aber das soll kein Abbruch sein. Kopf, wir sind wieder mal wach. Aber ihr wisst ja, nächste Runde wird wieder die Attacke kommen. Aber er ist sich auch nicht so gut am Vorbereiten. Also da Timerball. Jetzt sucht er sich wahrscheinlich die Entwicklung raus, je nach Münzwurf. Einmal Kopf. Na, eine darf er sich raussuchen. Und das Plinfla wird dann wahrscheinlich entwickelt werden. Mal, ja. Ja, so wie ich es mir denke. Puh, ich glaube, wir können da nochmal mit dem blauen Auge davon kommen. Abwarten. Die nächsten 40 Schaden. Bitte. Er hat auch noch so ein Glück. Er hat so ein Glück. Was werden wir tun? Ein Tausch wäre gut. Wir setzen unseren Stuart ein und hoffen, dass wir einen Tausch ziehen. Leider nein. Wir nehmen Papier. Na komm, wähl. Und wir dürfen weitere zwei ziehen, aber immer noch kein Tausch. Ist auch nur zweimal im Deck vertreten. Einen haben wir natürlich schon eingesetzt. Da kann man auch nicht großartig jetzt noch mehr verlangen. Die Fähigkeit, vielleicht ziehen wir ja einen Tausch. Die Angel. Die Angel, die hat uns letztes Mal das Spiel gerettet. Handkarten haben wir genug, Energien auch. Wir schnappen uns die Angel. Und somit ist dann der Gegner wieder dran. Kopf. Wir sind mal wieder aufgewacht. Aber Glurak, vielleicht wirst du jetzt gehen müssen. Mal gucken, was kommt. Lege zwei Karten aus deiner Hand auf deinen Ablagestapel. Okay, er kann nichts. Oh, okay, er kann nichts damit anfangen, darf sich dann vier frische auf die Hand ziehen. Also der Gegner gibt noch nicht auf. Und das sollte man auch nie. Das sollte man nie, immer die Partien bis zum Ende spielen. Ja, 110. Und die Zahl.
Leute, was soll ich sagen? Glurak vernichtet. Glurak ist so gut wie vernichtet. Wir setzen jetzt nochmal Stuart ein und hoffen, wieder einen Tausch zu ziehen. Schere diesmal. Er wird doch nicht wieder das gleiche klicken, oder? Komm schon, ja. Und kein Tausch bei, Leute. Kein Tausch dabei. Lugia parken wir. Werden wir dann auch vorbereiten. Den Superball können wir noch... Ach komm, die Angel nutzen wir. Was haben wir denn bis jetzt so verloren? Wir mischen uns einfach Energien rein. Darauf soll es jetzt nicht mehr ankommen. Wir gucken uns nochmal mit dem Superball. Ein Glumanda. Das nehmen wir doch gerne. Auch wenn wir es gerade nicht parken können. Nächste Runde ist Glurak halt leider nicht mehr da. Kampfsinn. Wie viele Karten haben wir denn noch im Deck? Dein Deck 7 Karten. Wir lassen das besser bleiben. Möchtest du deinen Zug wirklich ohne? Ja. Uns bleibt leider keine andere Wahl. Und somit ist das erste Mal unser Glurak vernichtet worden. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Er hat sehr viel Glück gehabt mit den Münzwürfen. Jetzt zieht er sich noch 3 Karten. Ja, wollen wir mal schauen. Ist doch ein etwas spannenderes Match, als ich dachte. Er schnappt zwar erst seine erste Preiskarte, konnte aber ein bisschen hier das Plimpfler bzw. Pilprin, die Entwicklung, schon mit 2 Energiekarten ausrüsten. Ja, und jetzt kommt Jan Mega. Mal gucken, was er dagegen zu sagen hat. Glumanda auf die Bank. Ich gehe aber weiter aufs Lugia zur Sicherheit. Wir lassen das jetzt mal sein mit dem Kartenziehen. Besser ist das. Und setzen den schneidenden Wind ein. Nächste Preiskarte für uns. Also mit dem Kartenziehen, das lassen wir jetzt schön bleiben. Superball. Wir haben noch 6 Karten im Deck. Dürfte eigentlich, müsste alles passen. 40 Schaden kann er machen. 130 KP haben wir. Gut, damit habe ich gerechnet. Lege eine Karte. Okay. Whirlpool, okay. Anzahl an Pokémon auf deiner Bank. Das wären 20, 40, 60, 80 Schaden. Ich glaube, wir sind safe, Leute. Das ist seine bestvorbereiteste Pokémon-Karte, die er gerade hat. Er wird jetzt wahrscheinlich angreifen. Aber Schwäche ist hier Blitz. Gar nicht die Pflanze. Aber gut. Sieht immer noch alles sicher für uns aus. Aber ich finde es sympathisch, dass er nicht versucht, irgendwie die Flinte ins Korn zu schmeißen. Er gibt nicht auf. Okay. Das war mächtig viel Schaden. Lugia, du musst es bitte für uns richten. Wir sind am Zug. Leute, das schaffen wir doch noch, oder? Ich würde sagen, ach, da wird er aber, was sagt der denn, 30 Schaden mehr, ne? 30 und machen wir 150. Aber egal. Besser als nichts. Wir setzen Dalian ein, würde ich sagen. Janma würde ich noch tatsächlich sogar eins vorbereiten wollen. Lohnt sich der Dalian, ist die Frage. Wir heben uns den auf. Wir heben uns den auf. Nehmen uns jetzt hier eine Energie auf die Hand. 120 Schaden, 40 KP bleibt ihm dann noch übrig. Haben die Energiekarte zurück auf die Hand bekommen und... ja, es fühlt sich doch noch etwas spannender an, als ich dachte. Ich dachte, das wird ein Durchmarsch. Aber wie gesagt, er hat auch mit dem Münzwurf super, super viel Glück gehabt. Kopf, zweimal Kopf. Also, er ist der Münzkönig. Er ist ganz klar der Münzkönig. Nimm dir deine Pokémon raus da. Wie viele Karten hat er noch im Deck? 21. Also, man sieht auch das Glurak-Deck. Wir haben noch 5 Karten drin. Man zieht sich da ganz schnell durch und möchte die Partie dann schnellstmöglich anscheinend so beenden. Finde ich sehr sympathisch, das Deck. Nur ich hoffe, dass es dann jetzt auch was bringt für uns. Rückzugskosten wären hier 2. Ich rechne aber fest mit einer Attacke. Er hat die Bank voll. 20, 40, 60, 80, 100 Schaden. 120 wahrscheinlich, oder was? Oh, Lugia. 200 Schaden. Mist, Mist, Mist. Aber Mogelbaum wird es richten mit der Dreschflegel. Und dann verkloppen wir mal so richtig hier unseren Gegner. Ich bin jetzt am überlegen, vielleicht das Janma vorzubereiten. Wir können noch einen Glumanda parken. Es wird doch noch spannender wie gedacht. Wir suchen uns doch noch hier Jan Mega raus. Huh, das wird knapp, Leute. Dann bereiten wir aber auch das Janma vor, wenn wir schon Jan Mega gleich parat haben. Sanya werden wir nicht brauchen. Wir machen jetzt mit der Dreschflegel gut Schaden. Und schnappen uns unsere vorletzte Preiskarte. Und dann hoffe ich, dass wir das Match noch in trockenen Tüchern nach Hause fahren werden.
Jetzt war ich doch zum Schluss etwas aufgeregt, dass wir das nicht schaffen werden. Entwicklung kommt, 160 Leben. Ja, man muss noch mit rechnen. Jetzt wird er eine weitere Preiskarte kriegen. Und dann gilt es, das Empoleon zu schlagen. Das wird knapp, Leute. Ich hoffe, es wird der vierte Sieg im vierten Match. Alles andere wäre echt enttäuschend. Schnapp dir die Preiskarte, hast du dir verdient. Aber alle unsere Pokémon sind gerade One-Shots. Yanma, komm rein. Ach, diese Blitzschwäche jetzt. Das ist echt ärgerlich. Damit habe ich nicht gerechnet, ey. Setzen wir einen Delian ein? Ja. Wir versuchen alles noch. Hier noch eine Entwicklung. Vielleicht haben wir ja dann gleich vielleicht noch Glück. Und ein Bettis verbirgt sich im Deck. Wir könnten das Pokémon jetzt auch austauschen. Das wäre wahrscheinlich schlau. Ja, wir tauschen sogar aus. Dann steht es gleich 1:1 Preiskarten. Und ich werde hoffentlich sein Pokémon fertig machen. Ich hoffe nicht, dass das jetzt irgendwie ein Spielfehler war. Mal schauen. Geht dann doch auch relativ lange das Match. Hätte ich zuerst nicht damit gerechnet. Puh, und die Aufregung steigt. Ich möchte die Partie gerne gewinnen. Ich möchte die Partie doch so gerne gewinnen. Mal gucken. Auf der Bank hat er eigentlich so gut wie nichts. Setzt da jetzt... Oh, da die Energiekarte dran. Vielleicht will er auch einen Rückzug wagen. So, eine Preiskarte gegen eine. 80 Schaden gilt's zu machen. Jan Mega, rein mit dir. Das wird uns aber nicht retten. Ich glaube, er wird die Partie gewinnen. Eine Karte haben wir noch im Deck. Können uns nochmal zwei reinmachen. Was wollen wir denn ziehen? Glurak, Glutexo oder was? So ein Mist. Leute, ich glaube, ihr seid bei der ersten Niederlage dabei. Wir könnten uns jetzt noch die Bank vollparken. Oh, oh, oh. Er hat uns. Er hat uns tatsächlich. Glurak, Schwäche, Wasser. Das sieht schlecht aus. Vielleicht hat er auch damit gerechnet, dass wir das neue Glurak-Deck natürlich nehmen werden. Ich weiß es nicht. Ah, wie viel Life hast du? 130. 130. Die sind alle weg. Glurak sowieso. Er macht gerade 180 Schaden oder was mit seiner Attacke, habe ich gerade gesehen. Und da rettet uns jetzt auch keine Energie und nichts. Eine Sania. Mm-mm. Drei Karten hier. Das ist gelaufen. Das ist echt gelaufen. Kehrtwende. 50 Schaden noch. Wechseln wollen wir nicht. Das war vielleicht auch... Nee, das war nicht der Fehler. Nee, wir hätten es nicht besser machen können. Er hat es echt noch rumgerissen. Oh, schade, Leute. Falls euch irgendwie aufgefallen ist, was ich hätte besser machen sollen oder wenn ihr irgendwie gesehen habt, wie ich hätte gewinnen können, dann schreibt es bitte in den Kommentaren. Das wird mich jetzt wieder tagelang nicht loslassen. Und da kriegt er seine letzte Preiskarte. Und wir haben unser erstes Match verloren. Tja. Damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet. Aber wie gesagt, er hat so auf den Münzwurf gelackt, ne, dass das einfach, ja, enttäuschend. Unsere erste Niederlage. Da ist sie. Naja. Ich hoffe, dann geht es im nächsten Match mit einem Sieg weiter. Bin erstmal froh, dass ihr dabei seid und wünsche euch noch einen schönen Resttag. Wie gesagt, Anregungen in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Ciao.